So, herzlich willkommen zum ersten Podcast des Tübinger Arbeitslosentreffs. Heute hier mit meiner Vorgängerin und Lagerloh-Kollegin Gabi Wülfers. Wir wollen in diesem Podcast ein bisschen den Hintergrund des Tübinger Arbeitslosentreffs klären, darüber sprechen, was macht der Tübinger Arbeitslosentreff, also jetzt vor allem auch so aktuell an Projekten. Und wir interessieren uns auch sehr für Lagerloh und die Förderung dieser ganzen Zentren, die es da in Baden-Württemberg gibt, durch die Politik. Und genau, jetzt fangen wir aber direkt mit Gabi Wülfers an. Gabi, du hast beim Arbeitslosentreff gearbeitet, lange bevor ich das getan habe. Und du weißt auch viel mehr über diesen Verein als so die ganzen Gesprächspartner, die mir sonst so eingefallen wären. Das ist der Grund, warum wir jetzt heute hier übers Telefon verbunden sind. Genau, also ich bin Fabian Eferding. Ich mache diesen Podcast als Teil der Öffentlichkeitsarbeit beim Tübinger Arbeitslosentreff. Und auch weil wir vom Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank Baden-Württemberg ein Budget bekommen haben dafür, dass wir uns ein bisschen mit dem Thema Prekarität und Kultur beschäftigen. Im Zuge dessen entsteht auch so ein bisschen dieser Podcast hier. Und genau, ich bin 39 und arbeite als Sozialberater seit 2016 beim Tübinger Arbeitslosentreff. Und jetzt kommst du, Gabi. Wann hast du bei uns gearbeitet und wie kamst du da überhaupt hin? Ja, zunächst mal hallo. Und ich freue mich, dass ich sozusagen dein erster Gast bin. Eine Ehre für mich. Ich bin ja jetzt schon eine Weile weg aus Tübingen. Ich habe in Tübingen beim Arbeitslosentreff von 2004, das war ganz zum Ende 2004, dass ich da eingestellt wurde, bis Mitte 2016 auch als Sozialberaterin gearbeitet. Und kennengelernt habe ich den TAT, also Tübinger Arbeitslosentreff, als Betroffene Ende 2001, nachdem ich meine Arbeit verloren hatte. Der TAT war damals noch in der Neckar 32, also eigentlich nur ein paar Häuser weiter als die jetzige Location, ein paar Häuser weiter rauf Richtung Innenstadt. Der war in dem Haus untergebracht zusammen mit dem Schülertreff und dem Asylzentrum. Das war ein älteres Gebäude, so ein bisschen vernachlässigt, aber genau das hatte ja so seinen Charme. Und da waren die Schülerinnen und Schüler dort vormittags, die Unterrichtsausfall hatten oder eben auch Männer und Frauen aus vielen Ländern, die Schwierigkeiten mit ihrem Status hier in Deutschland hatten oder Unterstützung brauchten, um den Asylprozess voranzubringen. Also eine bunte Mischung. Donnerstags vormittags fand das offene Frühstück beim Tübinger Arbeitslosentreff statt. Es gab ein PC-Pool dort. Keine große Sache. Ich glaube, das waren zwei geschränkte Tischrechner, von denen nur einer ins Internet konnte. Und es gab eine Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt. Zum Frühstück kam als ich da so anlandete, zwischen 10 und 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und außerdem konnte man so dienstags, mittwochs und donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr zur Beratung kommen. Wie war das denn während dieser Beratungszeiten? War dann da auch gleichzeitig so ein bisschen so zum offenen Abhängen oder Computer nutzen oder Austausch? War das dann auch möglich oder war dann nur Beratung? Das war alles viel lockerer. Da waren so fließende Übergänge damals. Natürlich haben sich die meisten dann um den Frühstückstisch gesellt, wenn Frühstück war, aber es haben sich dann auch recht bald Leute zurückgezogen an den Rechner. Und wenn jemand reingeplatzt kam und eine dringende Frage oder ein dringendes Anliegen hatte, hat er auch gleich die ersten Informationen bekommen. Mit Terminierung, so wie man das vielleicht heute kennt aus der Corona-geprägten Zeit, das war damals noch gar nicht. Das war ein offener Treff, das war eine niederschwellige Angelegenheit. Wenn man Fragen hatte, wenn man Anliegen hatte, wenn man Schwierigkeiten hatte mit seiner Antragsgeschichte, konnte man in diesen Öffnungszeiten zum Tübinger Arbeitslosentreff kommen. Genau, aber da war dann sozusagen Beratung ja bei dir und deiner damaligen Kollegin. Aber ich meine jetzt so dieses gleichzeitig dieser Ort des Austauschs oder dass man einfach nur kommt, irgendwie um, dass einem zu Hause nicht die Decke auf den Kopf fällt. War das dann auch rund um die Uhr, wenn offen war, oder war das nur zu bestimmten Zeiten, meine ich jetzt?
Ja, jetzt haben wir gerade so zwei Ebenen ein bisschen miteinander vermengt. Als ich 2001 zum Arbeitslosentreff kam, da kam ich eben selber als Betroffene. Und ich habe so ein bisschen versucht zu visualisieren, was ich da angetroffen habe. Mhm. Ich bin ja dann erst in 2005, also mit Inkrafttreten von Hartz IV, konnte ich auch meine Stelle dort antreten als Beraterin. Da sind ja noch ein paar Jahre dazwischen. Also du kannst den Tat auch erstmal sozusagen als Betroffene, wo da noch andere Leute in der Beratung gearbeitet haben, und da warst du einfach erstmal nur so als auch als Gast, als jemand, der selber arbeitslos geworden war. Ich war jetzt jemand, die arbeitslos geworden war. Ich hatte auch meine Fragen, die allerdings dann relativ schnell geklärt waren. Und ich fand das, mit der Fahrradwerkstatt ganz interessant, weil ich damals viel mit dem Fahrrad unterwegs war und ganz dankbar war, wenn mir da jemand ein bisschen geholfen hat bei der Reparatur. Und das muss man sich eben auch so vorstellen. Da war auf der einen Ecke der Frühstückstisch mit den Leuten drumherum und Brötchen und Brezeln und was nicht alles. Und da hinten in der Ecke war eben eine Decke ausgebreitet auf dem Parkett. Und darauf war so ein Ständer, wo zu reparierende Fahrräder angebracht waren. Und der Götz Seidel, der hat damals die Reparatur gemacht, hat sich dann auch ein paar Minuten zu uns an den Frühstückstisch gesetzt, aber ging dann wieder an seine Ecke zum Reparieren. Also es fand alles in so einem großen Raum statt. Und während der Sprechzeiten, sage ich jetzt mal, also Dienstags, Mittwochs, Donnerstags von 10 bis 15 oder manchmal auch 16 Uhr, konnte man in der Tat eben, wie du das formulierst, abhängen, im Internet unterwegs sein, Bewerbungen schreiben, mit anderen Leuten reden, was unternehmen. Das wurde tatsächlich auch dann gemacht. Es gab damals einen Berater, der hieß Bodo Wischow, einer unserer Vorgänger. Mhm. Der Bodo arbeitete auf Basis einer ABM-Finanzierung. ABM heißt Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das war eine zeitlich befristete Beschäftigungsform für Arbeitslose eben mit staatlicher Förderung. Also das Geld für Bodo und dann auch für seine Nachfolger und Nachfolgerinnen kam von der Arbeitsagentur. Das war damals die wesentliche Finanzierung. Die Stadt Tübingen hat noch was dazu gegeben. Es mussten ja auch Nebenkosten zum Beispiel bezahlt werden oder man hatte Reisekosten oder solche Sachen. Mhm. Und Kirche, war die da auch schon finanziell mit drin? Ja, die waren insofern finanziell damit drin, als dass die sich Räumlichkeiten ja zur Verfügung gestellt haben. Das Gebäude Neckarhalde 32 war ein kirchliches, inzwischen ist es verkauft. Aber das gehörte der evangelischen Kirche und die haben uns die Räume praktisch zum Nullkostenpreis damals zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, das waren wunderschöne Räume. Helf mir mal wieder auf die Sprünge. Also ich war gerade dabei, so die Szenerie zu beschreiben, wie das da aussah. Ich habe ein bisschen was gesagt zur Finanzierung. Ich habe was gesagt zu Bodo, der eben die Beratung machte. Der war der einzige Berater sozusagen und das war nur so eine Beschäftigungsmaßnahme von der Arbeitsagentur, damit der sozusagen nicht einfach nur Geld kriegt irgendwie und davon lebt, sondern dass er was dafür tut und das potenziell sich da weiterentwickeln kann sozusagen. So war das, oder? Genau, die Idee war tatsächlich, dass, Arbeitslosen nicht nur eben die Unterstützung gegeben wird und sie sozusagen finanziert werden in ihrer Arbeitslosigkeit, sondern dass sie in der Zeit auch einer Beschäftigung nachgehen. Und das Positive an dieser Maßnahme war, dass das ja eine richtige Beschäftigung sein konnte. Also, dass der Bodo eben da so eine kleine Organisation führen konnte für die Zeit. Die Art der Finanzierung wurde dann auch viel in Anspruch genommen von anderen Initiativen, von Vereinen und so weiter, Sozialverbände. Also es war ein ziemlich gängiges Mittel, das war nicht schlecht. Man hat da schon richtig Geld verdient, anders als heute mit den 1-Euro-Jobs. Mhm. Man hat auch in die Sozialversicherungszweige eingezahlt, mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung. Also man konnte schon damals keinen neuen Arbeitslosengeldanspruch sich erwirtschaften. Aber wie gesagt, eine richtige Bezahlung. Der Bodo hatte eine halbe Stelle, musste sich dann informieren, fit halten, was die Gesetzeslage anbelangt, was die Anforderungen an Erwerbslose anbelangt. Gleichzeitig musste er eben auch diesen Frühstückstreff organisieren, dafür sorgen, dass Lebensmittel da waren, dass das Frühstück eben um 10 auf dem Tisch stand. Er musste es nicht selber machen, aber er musste eben auch Leute motivieren, ihn dabei zu unterstützen. Und es wurden auch Infoveranstaltungen durchgeführt. Also
habe lange überlegt, was war damals, aber das war ja also sozusagen schon die Vorzeit, dieses im Vorfeld von Hartz IV und gegen, also 2002, 2003, da kann ich mich erinnern, hatten wir viele Veranstaltungen zum Thema Hartz IV. Was kommen da für Veränderungen auf uns zu? Was bedeutet das insgesamt gesellschaftlich für den Arbeitsmarkt, aber was bedeutet es vor allem auch für die Betroffenen? Da war dann noch irgendwie, also kamen dann Leute zu den Veranstaltungen oder hat man einfach die informiert, die sowieso kommen? Wie darf ich mir so das Publikum vorstellen? Also wie viele Leute kamen da und wie kamen die überhaupt zum Tat? Also das richtete sich tatsächlich schon an die Tübinger Bevölkerung. Wir hatten auch Anzeigen in der Zeitung, wir haben darauf hingewiesen, heute Abend eine Veranstaltung mit Frau Deubner-Gmelin, die war damals Ministerin, wenn mich nicht alles täuscht, als das mit Hartz IV losgehen sollte. Die kam auch und hat das Gesetz versucht zu erklären. Genau, wir haben darauf aufmerksam gemacht. Da hat man schon viele Leute erreicht. Es gab ja die Armutskonferenz in Tübingen, die lokale Armutskonferenz, damals noch sehr aktiv, die immer wieder Vereine und Initiativen im sozialen Bereich aufgesucht haben, sich darüber informiert haben, über die Situation der Betroffenen informiert haben. Die waren da stark involviert, da gab es Verbindungen und auch andere Initiativen, die einfach Interesse hatten an der politischen Entwicklung und die damit diskutieren wollten. Aber war das dann immer der gleiche Personenkreis oder war das wirklich so, weiß ich nicht, wie so ein öffentlicher Veranstaltungsort, wo so... Das war schon richtig ein öffentlicher Veranstaltungsort. Also gerade als das mit Hartz IV losging, war der Laden voll. Also ich nehme an, du kannst dich noch an diesen großen Saal da oben erinnern, oder? Du kennst es. Ja, das war Neckarhalde 32, da war quasi, man kam hoch durch die knarzigen Treppen, durchs Treppenhaus und dann war da im dritten Stock oder so, war auf der einen Seite irgendwie der Klöpfer und Meyer Verlag damals noch mit seinen auch richtig eher prekären Räumlichkeiten und dann auf der anderen Seite war die große Tür, der Luthersaal oder so stand da drauf und so eine Milchglastür, aber alles so alt, altes Holz und knarzig wie auf so einem alten Schiff und dann war da so ein relativ großer Raum mit so einer Theke, hinter der die Spüle und die Küche war und Kühlschrank und so weiter und dann gab es sozusagen links von dieser Küchenzeile gab es auch den Ausgang nach hinten raus, wo man dann durch die Tür raus in den Gartenbereich gekommen ist, richtig, wo sozusagen in den Hang rein dieses Haus ja gebaut war. Das ist der Hang, wo dann oben das Schloss eben draufsteht auch. Und da konnte man sozusagen so in Richtung Schloss quasi da den Hang rauf laufen und da war dann so nochmal so ein kleiner Sitzbereich und da wurde irgendwas angebaut so ein bisschen und das war so ein bisschen auch traumhafte Lage eigentlich, mitten in der Altstadt, am Hang, mit einem kleinen Gärtle und zentral gelegen. Ja, und diese Location haben uns viele beneidet. Also gerade, du hattest das ja schon angesprochen, der Tübinger Arbeitslosentreff sowie jetzt auch die FRIA, Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, mein jetziger Arbeitgeber, sind ja organisiert in der Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosentreffs und Zentren in Baden-Württemberg. Wir haben uns damals regelmäßig getroffen und ausgetauscht über gesetzliche Neuerungen und über Maßnahmen, die da geplant waren, Besonderheiten im Job, in den Jobcentern, die dann auch erst entstanden. Die gab es damals noch nicht. Also 2001 gab es die noch nicht. Das kam erst in 2005. Und da gab es schon das Lagerloh? Da gab es auch schon das Lagerloh, ja. Ah, ja. Da gab es schon das. Vielleicht können wir tatsächlich, du hattest das ja auch angesprochen, wie kam es denn eigentlich zum Tat der Verein, der Tübinger Arbeitsplatz? Genau, vielleicht bleiben wir erst noch ein bisschen beim Tat und kommen dann aber zum Lagerloh. Es sei denn, das macht Sinn jetzt. Ja, jetzt wird es dann natürlich, jetzt können wir mal eine kleine Detour machen sozusagen, denn der Tat ist ja, wenn man so will, auch noch älter. Der Tat ist entstanden, ich meine, es war dann 1993, als die Firma Zanka, die haben Elektroartikel hergestellt, insbesondere diese wunderschönen Waschmaschinen, die man von oben beladen kann, Toploader. Mhm. Diese Firma hat Anfang der 1990er dann pleite gemacht. Und die Tore wurden geschlossen in Tübingen. Also die Firma selber oder das Know-how oder was alles dahinter steht, wurde natürlich verkauft an die AEG und dann später an Electrolux. Aber das Werk in Tübingen, in der Weststadt,
war dann einfach dicht. Und die Leute, das waren dann doch eine Menge Leute für Tübingen, rund 500, waren plötzlich arbeitslos. Und einige aus der Belegschaft haben gesagt, wir möchten weiter in Kontakt bleiben, uns gegenseitig informieren, uns gegenseitig unterstützen und vielleicht auch mal zusammen Aktionen machen. Und daraus ist ein Gesprächskreis entstanden, würde man heute vielleicht sagen, der sich einmal im Monat getroffen hat in der Eberhardskirchengemeinde, da unter dem Gemeindesaal. Über die Eberhardskirchengemeinde kam dann auch der Peter Heilemann dazu. Und es gab auch einen Pfarrer von der katholischen Seite. Und die haben dann das Ganze sozusagen auf Vereinsbeine gestellt. Müsstest du noch mal in den Unterlagen gucken, wann die Vereinsgründung war. Ich glaube, das war 95 oder 98. Ja, also auf unserer Homepage steht, die Firma Zanker ist 95 geschlossen worden und dann seit 1998 ist der Tübinger Arbeitslosentreff e.V. ein unabhängiger gemeinnütziger Verein und so weiter und so fort. Genau. So war ist das Ganze entstanden und mit Vereinsgründung konnten ja dann auch Mittel beantragt werden oder zum Beispiel beantragt werden, wir würden hier gerne eine sozialpädagogische Kraft beschäftigen im Rahmen einer ABM-Maßnahme und so nahm das Ganze seinen Lauf und ich kam eben 2001 dazu, da war Bodo Bischof derjenige, der die Stelle innehatte. Hat im Prinzip auch eigentlich weitergetragen, wie das eben so funktionierte mit dem Treff und der Möglichkeit, sich zu treffen und auszutauschen, mit der Möglichkeit, Informationen zu erhalten, Unterstützung bei Antragstellung, weiterführende Unterstützung vielleicht bei einem Widerspruch oder eben auch die Möglichkeit, politische Aktionen zu planen und durchzuführen. Dieser Übergang von irgendwelchen ABM-Stellen zu die Stadt finanziert ist und so weiter, ich weiß nicht, wie brennend das jetzt alle interessiert, aber ich glaube, es ist schon wichtig, weil an der Stelle sozusagen das vielleicht, also diese langsame Professionalisierung des Vereins von einem vor allem vom Ehrenamt getragenen Verein zu einer Stelle, wo Leute einfach einen Job haben und den machen, das ist ja schon, glaube ich, ein Stück weit da der Grundstein gelegt worden. Also sozusagen mit dem Verein hat dann, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, hat dann da der Peter Heilemann von der evangelischen Kirche, der Eberhardsgemeinde, hat sich dann da eingeklinkt und dann wurde auch Geld bei der Stadt und so weiter beantragt, oder wie? Peter Heilemann war ja dann auch im Vorstand dabei, ja, der war auch Gründungsvater, kann man so sagen. Mhm. Er war im Vorstand und es braucht eben diese Vereinsstruktur, um an Geldgeber wie zum Beispiel die Stadt oder im Falle von Peter Heilemann eben an seine Kirche oder auch gegenüber dem damals noch genannten Arbeitsamt zu gehen und zu sagen, wir haben hier und die Pläne. Und dafür brauchen wir Mittel. Aha. Und auch der Tübinger Arbeitslosentreff, das war ja kein Sondergewächs, wenn man so will. Die Friga hier in Freiburg, die gibt es seit 1983. Aha. Und auch in anderen Städten der Bundesrepublik gab es Arbeitslosenberatungszentren und Stellen. Und es gab natürlich auch weiterhin Initiativen, zum Beispiel auf gewerkschaftlicher Ebene, die sich weiter ehrenamtlich engagiert haben. Also es gab schon Beispiele dafür die Mittel waren da und mit einem guten Konzept konnte man da ja eben sowas einrichten. Ja? Wir bieten das an, dass Leute sich erarbeiten können, welche Hilfen für sie bereitstehen und wie die zu bekommen sind. Und wenn jemand da nicht so geschickt drin ist, der kriegt dann auch noch eine Unterstützung durch den Berater. Den wiederum müssen wir aber ja auch schulen. Und der soll dann auch sein Einkommen haben in dieser Zeit, um sich der Sache zu widmen. Und gleichzeitig hat der dann auch sozusagen wieder Strukturen, von denen aus er sich für andere Stellen bewerben kann. Aber das ist ja primär auch nochmal die Sache mit der ABM-Stelle, da, dass jemand quasi darüber geschult wird. Aber genau, aber es ging ja dann schon irgendwann auch weiter, dass das eben nicht mehr jetzt nur so eine ABM-Stelle ist, wo jemand das macht, weil er gerade nichts anderes hat, sondern wo einfach dann, sagen wir mal, auch du zum Beispiel normal beim Arbeitslosentreff gearbeitet hast. Wie kam das denn jetzt? Also wie kamen wir zu der heutigen Situation? Da wurde dann dieser Verein gegründet, 98, und dann konnte man langsam Geld beantragen, aber war das dann gleich sozusagen, dass da jemand dann richtig beschäftigt wurde oder wie? Oder vielleicht kannst du einfach erzählen, wie kommst du zum Arbeitslosentreff? Wir müssen ja jetzt auch tatsächlich nicht in aller Detailliertheit irgendwie noch verschiedene Personalia durchgehen, aber wir sprechen jetzt mit dir. Du hast sehr lange beim Arbeitslosentreff gearbeitet, hast den geprägt, hast irgendwie viel an dieser Lagerloh-Geschichte, glaube ich, mitbekommen.
Wie kamst du denn dann quasi als Arbeitnehmer zum Arbeitslosentreff? Weil du kanntest ihn ja schon davor, hast du gesagt. Wie kam es, dass du da gearbeitet hast und wie war dann da deine Stelle finanziert und alles? Ich habe ja, nachdem ich Kontakt aufgenommen habe, den Tübinger Arbeitslosentreff auch eine Zeit lang begleitet, wenn man so will. Ich habe den Kontakt dann schon gehalten und habe mich ehrenamtlich engagiert, was ja durchaus möglich war, zum Beispiel Aktionen zu planen, Flugblätter zu schreiben und zu verteilen, Transparente zu machen und so weiter. Das waren dann so quasi Protestaktivitäten gegen diese neue Hartz-Reform, oder wie? Genau, Information, Protest, Stellungnahme, Sprachrohr sein. Das hat sich der Tat ja auch auf die Fahnen geschrieben und das hat natürlich der Vorstand gemacht, das hat der Hauptamtliche gemacht, aber diejenigen, die dann da häufiger dabei waren, haben sich daran beteiligt. Das waren damals schon noch eine größere Anzahl von Leuten, die das gemacht haben. Und nach Bodo gab es auch eine längere Zeit, in der die Stelle nicht besetzt war. Und man hat trotzdem den Betrieb so aufrechterhalten. Aber wir haben dann schon auch überlegt, es soll wieder jemand richtig dort beschäftigt werden und eben natürlich auch auf ABM-Basis, weil auf eine andere Art und Weise hatten wir ja nicht die Möglichkeit, Geld zu erwirtschaften, damit das nicht stirbt, damit diese Stelle dann nicht einfach, dass man dann eben sagt, naja, braucht's ja gar nicht, das kann ja auch komplett ehrenamtlich erledigt werden. Wieso war das dann? War das dann einfach ausgelaufen? Die ABMs waren ja befristet. Die konnten nur auf 2 Jahre maximal verlängert werden. Okay. Ja, und dann Bodos Zeit war dann abgelaufen. Den hat es dann, glaube ich, weggezogen. Der hat ja auch immer mit einem Bein in Hamburg gewohnt, weiß ich noch. Der ist immer gependelt. Und dann war ihm diese Stelle vakant. Und dann kam der Michael Riekert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, warum der Michael dann den Zuschlag gekriegt hat und nicht ich. Ich hatte mich ja dann zwischenzeitlich auch um verschiedene Stellen beworben. Genau, ich war ja auch mal eine Zeit lang für Mahtwerk so eine Personalserviceagentur gebucht, das war auch so eine Geschichte aus den Hartz-Gesetzen, dass man die Zeitarbeit gestärkt hat. Und da auch so eine Premium-Zeitarbeitsfirma entwickelt hat, die exklusiv von der Arbeitsagentur beliefert wurde mit Arbeitslosen. Ich saß also da fest und dann kam eben der Michael Riekert, der hat die Stelle übernommen. Und nachdem dessen 2 Jahre ausgelaufen waren, bin ich dann dort eingestellt worden. Und das war, wie gesagt, zum Jahreswechsel 2004, 2005. Das war also erstmal tatsächlich noch ABM nur. Ah ja, okay. Von der Arbeitsagentur bezahlt. Ich habe auf ABM-Geldern gearbeitet. Das kam auch dann hieß es ja schon Agentur für Arbeit, auf 2 Jahre befristet. Mir hat die Arbeit immer Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht, mit in den verschiedenen Gremien zu arbeiten. Mir hat Spaß gemacht, mit den Menschen, die da kommen und Unterstützung brauchen, was gemeinsam zu erarbeiten. Der Austausch zu den Frühstückstreffs, ich fand das eigentlich eine tolle Sache. Ja, und ich habe das ja tatsächlich auch genutzt, um die Sache mit Lagerlot zu intensivieren oder auch mit den Gewerkschaften. Da gibt es ja in Berlin die Koordinierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslosenarbeit, die immer wieder auch Ideen für Projekte liefern, Infomaterialien liefern und vieles mehr. Da habe ich ja auch die Kontakte intensiviert. Also fand ich die Arbeit toll. Ich wollte das weitermachen und wir haben es einfach versucht. Wir haben es damals einfach versucht. Wir sind auf die Stadt zugegangen und haben gesagt, das sind die Mittel, die wir brauchen. Wie können wir das aufstocken? Und das ist uns damals gelungen. Vielleicht auch, weil man einen Bedarf gesehen hat. Hartz IV war ja noch nicht lange in Kraft und die Jobcenter waren erst im Aufbau begriffen. Es gab viele Irritationen, es gab da damals auch viele falsche Bescheide. Es gab sicher auch viel Hilflosigkeit in den Ämtern, wenn solche Sachen kamen, wie jetzt glauben Sie bloß nicht, dass Sie in der Wohnung bleiben können und solche Geschichten. Also ich glaube, man hat dann schon gedacht, es braucht was, um da so ein bisschen was abzupuffern.
Und dann hast du also quasi, damit deine ABM-Stelle nicht ausläuft, habt ihr dann euch an die Stadt gewendet und die hat dann ein Stück weit deine Stelle finanziert oder wie? Also ich versuche immer noch so ein bisschen rauszufinden, wie kommen wir dann in die Regelfinanzierung? Ja, die ABM ist natürlich ausgelaufen, weil sie eben einfach von Natur aus befristet ist. Das war dann Ende, aber es gab dann im Vorfeld, bevor das zu Ende war, Verhandlungen mit der Stadt Tübingen. Wir möchten da eine richtige Stelle draus machen. Wir brauchen die und die Finanzierung. Könnt ihr das einstellen? Und natürlich in den Haushalt. Und natürlich mussten wir dann auch Kontakte aufnehmen mit Ratsmitgliedern und Mitstreiterinnen finden, die sich dafür stark machen, dass das in den Haushalt mit aufgenommen wird. Und es ist passiert. Also das, wir haben einfach das geschafft, dass ich kann die Hausnummern jetzt nicht mehr nennen. Konnte dann mit auf 65%. Es war eine 65% Stelle, die ich nach Ablauf der 2 Jahre dann hatte. Und da war eine Finanzierung von der Stadt Tübingen. Es gab einen Zuschuss vom Diakonischen Werk Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Und natürlich mussten wir gucken, dass wir Spendengelder kriegen. Ab und zu hat der evangelische Verein was dazu gegeben. Es war nicht leicht, es war immer spitz auf Knopf, aber es ist immer gelungen. Das ging eine ganze Zeit lang gut, bis wir im Kreise von Lagerloh alle gemeinsam uns überlegt haben, diese Art der unsicheren Finanzierung, die ja nicht nur in Tübingen war, die in Freiburg war, die in Mannheim war, die in Stuttgart war, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Das ist eine Zumutung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir möchten auch, dass sich das Land Baden-Württemberg mit finanziellen Mitteln an der Förderung solcher Beratungseinrichtungen beteiligt. Und da hat es verschiedene Bemühungen gegeben, viele Gespräche mit Menschen, die sich dann wählen lassen wollten als Landtagsabgeordnete. Und die Grünen haben es ja in den Landtag dann geschafft. Und bei den Grünen stand eine Finanzierung der Arbeitslosenberatungszentren in Baden-Württemberg in deren 100-Punkte-Programm. Die hatten so ein paar Punkte gelistet, die sie als erstes angehen wollten, wenn sie denn das Sagen hätten. Unser Anliegen hat es tatsächlich dann auch in den Koalitionsvertrag geschafft damals. Okay, das war nochmal wann? Welche Landtagswahl? Das war 2012. Ah ja, okay. Also seit 2012 gab es dann ungefähr diese Landesförderung vom damals noch Sozialministerium des Landes Richtig. Baden-Württemberg. Okay, und das war dann wie viel Geld oder was konnte man dann damit machen mit dem Geld, was es dann da gab? Ich meine mich zu erinnern, dass es damals pro Einrichtung 40.000 Euro im Jahr gab für Personalkosten und 10.000 Euro für Sachkosten, zum Beispiel für Infoveranstaltungen oder Schulungen oder Ähnliches. Das war eben die Entwicklung, was die Finanzierung anbelangt, von einer, ich sag mal, ehrenamtlichen Bewegung hin zu einem Verein, der mit ABM-Mitteln jemanden beschäftigen konnte, in die Förderung durch die Stadt Tübingen und dann zusätzlich später noch eben Förderung aus Landesmitteln. Das kam ja noch obendrauf, deshalb war ja die Förderung aus Tübingen nicht plötzlich weg. Das hieß damals für Tübingen, wir können eine weitere Person einstellen. Okay, genau. Jetzt haben wir viel über den Tat und über die Bezahlung der Stellen, den Wandel von ABM zu Finanzierung über Land und Stadt gesprochen. Wir sind schon ein paar Mal drauf zu sprechen gekommen. Wir haben trotz dessen du mittlerweile für die Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit, die Frigga, in Freiburg arbeitest, haben wir trotzdem weiterhin Kontakt, nämlich über Lagerloh. Wir haben das vorher schon so ein bisschen gestreift. Kannst du nochmal beschreiben, wie hat sich dieses Netzwerk gegründet, also Landesarbeitsgemeinschaft der Arbeitslosenzentren und Treffs, das lose Bündnis aus irgendwie so knapp 20 Einrichtungen oder so in Baden-Württemberg, die sich da ab und zu treffen und sich vernetzen. Wie hat sich das entwickelt? Wie ging es los und was habt ihr damals gemacht? Lagerloh habe ich auch wieder so in meiner Anfangszeit beim TAT kennengelernt, auch schon früher als meine Anstellung dann dort. Wie das tatsächlich zustande kam, weiß ich nicht. Ich bin dazugekommen, da war das auch ein Kreis von, ich sag mal, 15 Leuten aus verschiedenen Städten in Baden-Württemberg, allesamt in der Erwerbslosenberatung tätig. Und das hieß ja am Anfang auch immer Kolleginnenkonferenz. Und da ging es eben darum, sich auszutauschen. Was gibt es gerade für Neuerungen? Wie wird das bei euch umgesetzt? Mit welchen Schwierigkeiten habt ihr besonders zu tun? Wie sieht das bei euch aus mit, ich sage jetzt mal, Kosten für Unterkunft und Heizung als Beispiel? Welche Fördermaßnahmen gibt
das bei euch? Also ganz pragmatisch, dass man da auch so auf einer Ebene ist und auch wie man was für Erfahrungen es zum Beispiel gibt, wenn man nachhakt oder mit der Kontaktaufnahme zu den damals noch Arbeitsamt und so. Also das war eine Arbeitsgemeinschaft, das steckt im Namen schon drin und man hat sich über das, was man tagtäglich macht, an seinem Schreibtisch, in seinem Heimatort, darüber tauscht man sich aus und hat aber auch darüber hinaus politische Aktionen überlegt oder Stellungnahmen verfasst zu bestimmten gesetzlichen Veränderungen oder auch zu Verlautbarungen über die Presse oder sowas. Gegen später hat sich der Kreis dann eben ein bisschen auch dafür eingesetzt, die Beschäftigungssituation der Beraterinnen und Berater etwas zu stabilisieren, eben über diese Landesmittel. Über den Schritt haben wir ja schon gesprochen. Genau, die wurden dann quasi von Lagelow angeregt und von der Politik auch aufgegriffen und haben womöglich zum Wahlerfolg der Grünen mit beigetragen. Sicherlich nicht der entscheidende Punkt des Programms, aber ein Teil ihres 100-Punkte-Programms. Dann haben wir jetzt eigentlich relativ viel schon abgehandelt, was wir heute besprechen wollten. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was sagen über die Frigga, also da, wo du ja jetzt arbeitest, wo du jetzt für die Frigga ab und zu den Lagelow-Treffen kommst. Ja, die Frigga ist so eine Eigeninitiative von Betroffenen. In den 1980ern gab es ja auch eine ziemlich hohe Arbeitslosigkeit, auch bei Akademikerinnen. Und da haben sich eine Gruppe von Leuten in Freiburg zusammengetan, eigentlich vergleichbar mit der Situation in Tübingen oder anderen Städten, um ja sich zu informieren, um sich auszutauschen, um Aktionen zu starten, um sich auch zu begleiten. Also es ist ja auch noch so ein Element, was wir zumindest bei der Frigga im Programm haben, dass wir, wenn das jemand wünscht, ihn oder sie zum Termin im Jobcenter begleitet. Also das war da schon immer, ist ein vergleichbares Programm. Die Frigga ist auch ein Verein mit allen Organen, die sein Verein hat. Ist viel kleiner, auch der Vorstand ist auch kleiner als in Tübingen. Und ich teile mir eine Stelle mit meiner Kollegin und wir haben neben der Beratung, der Sozialberatung, eben auch die Aufgabe, Gelder einzuwerben, die ganze Verwaltung zu bestreiten, die Buchhaltung zu führen, die Berichte zu schreiben, das Büro aufzuräumen und zu putzen und was eben alles so anfällt. Ist ja im Prinzip in Tübingen ähnlich, wobei wir ähnlich. Uns immerhin den Luxus eines externen Buchhalters noch leisten und ansonsten aber natürlich klar, alles, was gemacht werden muss, müssen so ein bisschen auch die Hauptamtlichen machen und dann gibt es natürlich viele Entscheidungen, die der Vorstand trifft als politische Entscheidungen, aber sozusagen die konkrete Arbeit ist ja auch bei uns so ein Stück weit von den Hauptamtlichen vorwiegend zu machen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Genau, ja. Der einzige Unterschied oder aber auch letztendlich ein großer Unterschied ist, dass die Frigga keine Treffmöglichkeit hat, so wie ihr das kennt. Mhm. Also gar nicht. Das eben, gar nicht, nein. Unsere Erfahrung ist, also zum einen muss ich dazu sagen, dass wir, zumindest seitdem ich dabei bin, einen hohen Anteil von Ratsuchenden haben, die einer Arbeit nachgehen und die Arbeitslosengeld 2 oder auch andere Leistungen, zum Beispiel Wohngeld oder Elterngeld oder was gerade ansteht, benötigen, das benötigen wir obendrauf. Da wäre schon mal gar keine Zeit und kein Bedarf dafür, sich tagsüber irgendwo zu treffen. Mhm. Die Kollegen und Kolleginnen im Diakonischen Werk Goethe 2, die haben so ein Treff und das wird wohl auch genutzt, aber das hat auch so ein bisschen die Funktion eines Nachbarschaftstreffs. Da kommen die Leute dann aus dem Stadtteil und landen dort an und halten sich dort auf. Auch wenn die gar nicht arbeitslos sind. Das müsste ich jetzt mit den Kollegen besprechen. Okay, ja. Das ist, denke ich, eher noch ein Stadtteil, wo der Anteil derer, die tatsächlich arbeitslos sind oder nur einen Minijob haben oder immer wieder einen Wechsel haben, größer ist als für Gesamtfreiburg. Und zu uns kommen Leute aus Gesamtfreiburg, aber auch den umliegenden Landkreisen Breisgau, Hochschwarzwald und Emmendingen, teilweise auch aus Lörrach oder Offenburg. Und die kommen in die Beratung, inzwischen auch häufig per Telefon oder per E-Mail. Und denen ist dann mit Informationen und tatkräftiger Unterstützung schon gedient. Es gibt natürlich ein paar Personen, die kommen öfters.
Aber ja, das sind auch Leute, die aus anderen Ländern kommen, die mit unserem Ämteranforderungen schlicht überfordert sind. Also die kommen dann ganz häufig mit ihren Briefen und mit Anträgen. Und naja, es ist ja auch ein ziemlicher Dschungel, muss man einfach sagen. Definitiv, vor allem wenn man noch nie damit Ja, zu tun ja. hatte. Die Frigga wird ja nicht vom Wirtschaftsministerium des Landes gefördert. Das heißt, ihr seid zwar auch bei Lagerlo politisch mit dabei, aber ihr seid keins von diesen 12 Zentren, die Geld vom Land Baden-Württemberg, vom Wirtschaftsministerium bekommen. Wie finanziert ihr euch? Wie macht ihr das? Also ich habe jetzt schon rausgehört, ihr habt eine prekärere Personalsituation, aber wie macht ihr das? Wir kriegen den größten Anteil von der Stadt Freiburg. Und wir müssen dann nebenher Stiftungsgelder beantragen. Es gibt ja verschiedene Stiftungen, die Projekte finanzieren. Das heißt, wir konzipieren dann auch kleine Projekte, die wir in unseren Alltag integrieren können und die wir auch von der Zeit, die wir dort verbringen, auch abdecken können. Wir wählen dann immer Schwerpunkte. Das ergibt sich oft aus den Beratungsanfragen. So hatten wir jetzt bis zum letzten Jahr Projekt Altersarmut verhindern oder vermindern, weil wir bemerkt haben, dass wir zunehmend Leute in der Beratung haben, die schon Rentnerinnen und Rentner sind, die dann Minijobs haben oder die einen suchen oder die mit der Rente nicht zurechtkommen oder solche Sachen. Also unser Argument war, aber Altersarmut, damit haben wir heute schon zu tun und in der Zukunft dann erst recht. Das konnten wir eine Weile machen. Im Moment haben wir uns so ein bisschen darauf kapriziert, Menschen zu unterstützen, die ihre Anträge online stellen wollen oder die eben auch nicht in der Lage sind, irgendwelche Antragsformulare auszudrucken zu Hause und die dann auszufüllen. Das kann man dann zusammen mit uns bei uns machen. Das ist jetzt dieses Jahr unser Schwerpunkt. Und damit wenden wir uns dann an verschiedene Stiftungen, zum Beispiel von Banken oder der Freiburger SC hat eine Stiftung Fairways. Da sind wir schon zwei oder dreimal mit Geld unterstützt worden. Es gibt einen Verein, Solidarenergie heißt der, der wird gespeist. Also bei uns gibt es so Solarpaneele auf dem Dach in der Fabrik. Wir sind in so einem soziokulturellen Zentrum untergebracht, das heißt Fabrik. Und auf den Dächern sind Sonnenkollektoren und der Erlös daraus fließt in diesen Verein Solidarenergie ein. Auch aus diesem Topf sind wir schon gefördert worden. Das ergänzt dann sozusagen den Beitrag der Stadt. Aber jetzt sind wir auch so, ich habe jetzt mal Briefe an die Stadt geschrieben, weil die eben sagen, wir haben weniger Einnahmen durch Corona und wir müssen leider die Zuschüsse deckeln und zwar dahingehend, dass die Tarifanpassungen nicht weitergegeben werden, was für mich und meine Kollegin de facto bedeutet, wir haben weniger Lohn als im letzten Jahr. Die Stellen entwickeln sich ja quasi tariflich oder sind Richtig. wahrscheinlich an einem Tarif angelehnt, wahrscheinlich auch bei euch. Richtig. Und dann würde man normalerweise mit dem Tarifvertrag auch immer den Lohn erhöhen. Und das Richtig. machen die jetzt, das fördern die jetzt nicht mehr mit. Das heißt, ihr könnt euch dann jetzt überlegen, ob ihr den Tarif erhöht und weniger arbeitet oder ob ihr zum alten Lohn weiterarbeitet. Aber ihr kriegt auf jeden Fall nicht mehr Geld. Richtig, das ist der Punkt. Das finden wir dann aber nicht in Ordnung. Auch ja, wir sind jetzt auch angeschrieben worden. Falls es nicht anders geht, müssten ja dann auch Angebote gekürzt werden. Das geht aber nur in Rücksprache mit der Stadt. Das fanden wir dann alles nicht so lustig. Und wir müssen da jetzt einfach, wir sehen keine Möglichkeit, das Angebot zu kürzen, weil der Bedarf einfach da ist. Die Unterstützung wird gebraucht und gerade in Zeiten wie diesen wollen wir das auch leisten. Also Solidarität ist ja nicht nur ein Schlagwort. Wie viel habt ihr noch mal derzeit an Angebot oder wie viel habt ihr offen sozusagen? Unsere Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 15 Uhr, montags von 15 bis 17:30 Uhr und dienstags und mittwochs sind wir im Stadtteil Landwasser oder Stadtteil Rieselfeld dann auch noch mal mit 1,5 Stunden Sprechzeit. In so einem anderen Zentrum, wo man dann euch lokal Ja, das aussuchen ist so kann. ein, das sind genau so Quartiersbüros sind das dort, Stadtteil Landwasser zum Beispiel, und die kaufen uns sozusagen ein und dann können die Menschen, die in Landwasser wohnen, kommen mit ihren Bescheiden oder mit ihren Fragen oder was auch immer. Ah ja, Oder das. auch Stadtteil Rieselfeld, eines der jüngeren Stadtteile in Freiburg, wo jetzt viele
Bindungen, Sozialmietbindungen ausgelaufen sind und plötzlich ganz viele Leute vor unserem Büro stehen und wissen wollen, wie es jetzt mit der Mieterhöhung weitergeht. Verstehe, okay. Ja, also das ist auf jeden Fall, das klingt interessant. Das klingt, als ob man mal eine Sonderfolge machen könnte, speziell zur Friga in Freiburg. Würde mich auch persönlich interessieren, wie du da so arbeitest und was sich da sozusagen, was dieser Verein da alles so an Anstrengungen macht, um sich ohne Landesmittel zu finanzieren und dann noch so viel anzubieten. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, ich bedanke mich bei dir für diese vielen Informationen. Ja, nochmal fröhliche Grüße nach Tübingen und herzliche Einladung. Kommen auch gerne persönlich vorbei bei uns in der Friga mal zum Austausch. Und ansonsten finde ich immer, man kann auch immer noch solidarisch sein. Wir sollten einfach gemeinsam schauen, dass die Förderung aller erwerbslosen Beratungszentren, die es gibt, ab 2023 gewährleistet ist, können wir nur gemeinsam hinkriegen. Und da sollten wir uns was überlegen. Das stimmt, aber das wird natürlich sozusagen ein besonders dickes Brett, die bestehenden Förderungen fortsetzen und noch erweitern. Das ist ja seit langer Zeit ein Wunsch von Lagerloh, dass die Förderung erweitert wird. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema für die Zukunft. Und genau. Ja, Gabi Wöfers, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss, danke schön.